Wir haben uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie wir enden wollen. Wir wollen auf alle Fälle nicht, dass eine Trauerfeier mit vielen Menschen stattfindet, die trauern und hinterher sich in die Haare bekommen und sich ums Erbe streiten. Wenn sie tanzen würden und fröhlich wären, okay, nicht? Ja. Und wir dachten an eine Seebestattung, denn irgendwann ist es vorbei und von einem bleibt nichts weiter als vielleicht die Taten, eine Generation, die Erinnerung, vielleicht mein Buch, man weiß es nicht. Ja. Ja. Happy birthday to you. George! Bist du's? Schau mal nach oben! Was? Oh. Heil! Danke. Mein Gott, seid ihr bescheuert? Und kann so sein! Herr Bayer! Mensch, lassen Sie sich auch mal wiedersehen. Was macht ihr hier? Danke, alles im Lot. Oh Mensch, das ist ja auch schon wieder... Sagen Sie mal, wie lange sind Sie eigentlich schon verheiratet? 5 Jahre. 5 Jahre. Naja, dann mal alles Gute, nicht? Und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Ja, aber ich habe den Unfall doch gesehen. Und Sie? Ja, also das war so. Der Herr, der will mit seinem Rad hier über die Straße, da biegt der Wagen ein, erwischt das Rad direkt von der Seite, der Herr kippt um. Der Wagen bremst kurz, fährt dann aber weiter. Ich rufe die 110. Haben Sie das Unfallfahrzeug erkennen können? Ja, ich habe Kennzeichen hier. Haha. Irgendwas. Auf alle Fälle war das eine große silberne Limousine, so Mercedes oder Audi. 2 Insassen. Ganz junge Schnösel. Fühlt sich nach deinen beiden Schülern? Vielen Dank, Junge. Ich kann aber hier so eine Fahndung ausschicken. 96 nach Christus. Ein Mann sieht das Ende der Welt. Später wird man ihn den Seher Johannes von Patmos nennen. Und das, was er sieht, Apokalypse, zu Deutsch Weltuntergang. Sie steht geschrieben im letzten Kapitel der Bibel. Das ist die Vision des Johannes. Ein Felsen aus dem All bringt erdumspannenden Tod. Globale Zerstörung. Der Seher Johannes glaubte an seine Vision vom Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Er nannte diesen Tag das jüngste Gericht. Seine Vision fand weltweite Verbreitung. Doch schon damals haben sie nur ganz wenige verstanden. Ich als Radiomoderator, ich verstehe was von guter Musik. Und deshalb habe ich euch hier die allerletzte Scheiße zusammengestellt. Come on everybody! Vor Tausenden von Jahren. An einem verschwiegenen Ort in Mitteldeutschland wird ein Schatz vergraben. Eine geheimnisvolle Scheibe aus Gold und Bronze. Ist sie das Medium eines dämonischen Magiers? Oder das Werk eines genialen Erfinders, geschmiedet im heiligen Feuer? Ihre Entdeckung ist eine Sensation. Sie ist der Schlüssel zu einer versunkenen Welt. Wer war der kluge Kopf, der das alles plante und dem Wissen über den Lauf der Gestirne ein Bild gegeben hat? Ihr Schöpfer entwickelt ein astronomisches Instrument, das die Schlüsseltermine des bäuerlichen Jahres bestimmt. Kostbares Wissen,
Doch wie lange konnte die Himmelsscheibe dieses Geheimnis mit sich tragen? Konnte der Fürst, der Schmied der Scheibe, sein Wissen nahtlos weitergeben? Offenbar nicht. Irgendetwas muss geschehen sein, die Forscher rätseln. Wird der Fürst von den eigenen Leuten verraten? Weil Herrschaft immer auch zur Revolte reizt? Kommt es so zum Machtkampf innerhalb der Gemeinschaft? Oder zum plötzlichen Überfall durch Nachbarn, die sich von der Eroberung des geschmiedeten Himmels Reichtum und Aufstieg versprechen? Ging dieser Plan auf? Der Sieger kennt die Trophäe, die heilige Bronzescheibe. Mit ihr glaubt er, die Macht über die Gestirne und über die Menschen zu erlangen. Doch es gibt auch Zweifel an der These vom gewaltsamen Besitzwechsel.